ich muss da nochmal ganz zurück. Okay. Also, verstehe. Okay, das wird schwierig werden. Okay. Das Blöde ist halt, dass wir wirklich keine Kackausdauer haben. Wir haben keine Kackausdauer. Das gerade hat ja fast geklappt. Fast. Selber rausgeschoben. Ich habe mich einfach so zur Seite rausgeschoben. Geh mal hier hin. Ah, wunderschön. Sehr, sehr schön. Sind wir jetzt. Aha. Nö. Okay. Mhm. Wir können hier wieder weg. Da vorne ist doch dieses. Nee, das war hier gar nicht. Oh, Scheiße. Jetzt wird's feucht. Ich darf ja nicht ins Wasser. Ich darf ja nicht ins Wasser, aber hier sieht es gerade so aus, als müsste ich hier einfach hin, ne? Aber okay, gut. Probieren wir ein bisschen rum. Nein. Okay. Da vorne. Da vorne müsste ich also hin. Das sollte ja machbar sein. Das sollte machbar sein. Hör auf. Hör. Chill. Von da aus dann darauf. Okay. Muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Ich sag's euch. Es ist unnötig. Unnötig. Sehr, sehr unnötig. Unangenehm. Bis zum geht nicht mehr. So.
Wir wissen, was das für ein Vieh ist die ganze Zeit. Meine Fresse. Oh nein, doch. Okay. Oh. Ich versuch's trotzdem mal kurz ohne. Die Zeichen. Oh, oh. Okay. Gut. Okay. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Wie viel waren es? Wie viel waren es? 6 Zeichen, glaube ich, ne? Ich muss mir das nochmal ganz kurz angucken. War das hier? Ja, ne? Ja, hier war das. Okay, die haben immer unten so ein... Oh. Der hier. Ich zeige auf dem Bildschirm, ihr seht es nicht, aber der hier. Das ist auf jeden Fall. Das Problem ist, die sind jetzt alle so. Was? Okay hier? Alles cool, ne? Hier ist nur einer. Hier haben wir noch einen. War ich nicht? Okay, warte, warte, warte. Einfach nur auf. Okay. Das haben wir schon gemacht, oder? Jetzt bin ich gerade mehr IT. Ne, den haben wir noch nicht gemacht. Das ist auch irgendwie ein anderer. Boah, scheiße, wie viel waren es jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das ist halt so. Ich weiß wahrscheinlich nicht, ob das hier einer ist. Ne, warte, warte, warte. Wir haben ja die Zeichen, wir haben ja die Zeichen. Nein, der ist nicht dabei. Gut. Den haben wir, glaube ich, schon. Haben wir den? Warte mal, den hier haben wir, den hier haben wir. Dann hätten wir den hier, aber habe ich den denn schon abfotografiert? Nein, habe ich nicht. Dann hätten wir schon mal 4. 1, 2. Mal gucken. Es fehlen. Okay, ich sehe gerade die Symbole, die uns noch fehlen. Moment. Hoffentlich schläft er. Ich will auch einen Fliegestuhl. Das sollte nicht.
Wir haben den Kreis mit dem Punkt, diese Titte da vorne. Wir haben den Schlüssel. Warte, ich muss doch kurz auf mein Handy gucken. Den haben wir auch, ja. Den Musik-Dings-da-Schlüssel. Dann haben wir hier, das ist das dritte, das haben wir auch. Wir brauchen ein Dreieck. Wir brauchen nur noch ein Dreieck. Das war's, nur noch ein Dreieck. Das muss doch hier irgendwo sein. Können wir mal hier hoch. Ist hier irgendwo ein Dreieck, vielleicht an der Decke oder so. Und wieso baut man sich sowas? Okay, das ist ja nur eine Barrikade, Barriere, Dingsterbumster. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Ich meine, das könnten wir auch wieder rumraten, aber Dreieck. Super. Ich glaube, beim Dreieck rate ich einfach wieder rum. Wir kommen nochmal nach unten. Das sieht ja aus wie im Bundestag. What? What? So. Also. Bei diesem Ding hier. Das hier ist richtig. Das kann bleiben. Hier kommt da dieses. Das hier hin. Wo ist das? Dann haben wir hier. Das Ding da. Dann bei dem Kreis haben wir das da. Ja, bei den Dreieck müssen wir jetzt gucken. Einfach mal das hier. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. Oh, das hat gereicht. Oh, super. Perfekt. Oh Gott, was kommt jetzt? Hilfe. Hallo? Ich dachte, die Katzen sind ausgestorben. Das haben wir doch gerade. Wir haben es doch gerade im Bildschirm gesehen. Die Katzen sind ausgestorben. Warum war da jetzt gerade eine Katze? Oh, unangenehm. Ich glaube, da passiert was, wenn wir jetzt zurückgehen. Ein Dreieck. Schön. Katze-Chan. Ja. Nein, niemals. Was? Nein, warum? Warum? Hä? Könnte ich bitte hier irgendwie raus? Oh nein. Warte. Oh, ich sehe was. Oh mein Gott. Deswegen stellt man Gamma höher. Okay. Okay, es fehlt ein Hebel. Ein Hebel fehlt. Okay. Gut. Dann holen wir mal den Hebel ganz kurz, ne? Und dann gehen wir wieder dahin. Oh, oh. Ich kann nicht schnell laufen. Ich kann nur so langsam. Hier passiert? Ich will es gar nicht wissen. Was war das? Was? Da war irgendwas Rotes. Ja, Holzblätter überall, das sehe ich auch, aber was machen wir damit? Jemand eine Idee? Das mit dem Holzblätter habe ich mir jetzt gerade auch gedacht, dass es vielleicht irgendwas zu bedeuten hat, aber...
Wahrscheinlich müssen wir die Brücke da irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Warte. Warum? Warum kommt er denn jetzt nicht? Aber... Und warum Nummer 2? Wahrscheinlich kommt er nur, weil ich das Ding in der Hand habe, ne? Der hat ihn einfach nicht fallen lassen. Der hat ihn nicht angebracht. Warum hat er den Hebel nicht angebracht? Okay, okay. Aber der... Die Winds sind zu Akku. Der Pisser hat sich gespawnt, hat sich gespawntet. Okay, wir haben den zweiten See geklärt. Da hat er aber noch einen Kopf, ne? Nein, nicht schon wieder. So, ich mache aber für hier mal Schluss. Ich mache an der Stelle mal Schluss. Wenn ihr wollt, können wir das Spiel gerne nochmal weiterspielen. Wir können es gerne nochmal weiterspielen. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir das jetzt gespielt haben. Auf YouTube sage ich auf jeden Fall schon mal bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss! So, meine Nerven. Das ist ein gutes Spiel. Das ist tatsächlich ein gutes Spiel. Dann machen wir einfach mal weiter.
Continue. Ich weiß natürlich alles jetzt sofort. Ich weiß natürlich so, ach so, ja, da haben wir ja aufgehört. Das habe ich mir natürlich gemerkt. Ich glaube, ich muss hier einfach geradeaus. Oder? Oh nein, ich weiß, wo wir sind. Scheiße. Ich weiß, wer erscheinen muss. Ich glaube, ich bin doch immer noch in diesem Haus drin, oder? Nee, bin ich nicht. Okay, das mache ich mir aber leise. Die Jumpscares waren richtig laut. Einfach direkt. Hallo auf YouTube übrigens, es geht weiter. Oh, vielleicht hätte ich nicht so lange warten sollen. Oh, stimmt, das hier ist sowas hier, war das? Oh nein. Boah, ich habe gerade richtig Schiss vor Lautstärke. Okay. Nein. Oh. Okay, Blick verschaffen. Gut, ich habe jetzt das hier gemacht. So, das hier. Gut. Oh nein. Oh nein, ich sehe schon. Nein, das muss ich doch nicht, oder? Das geht aber nicht. Ich kann doch jetzt. Oder kann ich vielleicht von hier? Kann ich vielleicht von hier? Nein. Ich soll wahrscheinlich da drauf. Um. Weiß ich nicht. Ich kann aber. Warte mal. Ist hier irgendwas hier? Hatte ich nicht irgendwie sowas wie ein Licht? Hatte ich nicht, ne? Weiß das noch jemand von euch? Das dürft ihr ruhig beantworten. Ein Licht hatte ich nicht. Ich war auf das Licht im Spiel angewiesen, richtig? Voll nett vom Mantel-Dude, dass du dir überall. Ja, das ist nicht auch. Ist sehr freundlich. Guter Guy. Guter Typ. Oh, warte mal. Settings, Keyboard Controls, Left Mouse Button. Nee. Ich bin gerade so verwirrt, weil hier ist wirklich alles saudunkel. Left Mouse Button. Da ist nichts hier mit Left Mouse Button. Okay, warte. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Schön. Schön. Sehr schön, ja. Gut, okay. Hier kann man natürlich nicht hoch. Ah. Ich meine, wir wollen doch bestimmt da oben hin. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, ich habe es verstanden. Perfekt. Dann wieder zurück. Okay. Cool. Dann machen wir das doch. Hier frei ist. Nein! Nein, das muss früher. Das hier muss da drüber. Aber okay.
Das schaffen wir. Das schaffen wir. Okay, das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Finde ich gut. Also, und jetzt? Und eigentlich schon wieder. Das ist echt schön hier. Oh nein. Muss ich das jetzt ver... Nein, ich will das nicht. Nein. Echt jetzt? Ich glaube, ich muss wieder so ein Ding mit nach oben nehmen gleich. Oh nein. Warte. Nein, nein, alles gut, alles gut. Wir haben noch eine Chance. Das ist bestimmt so da, das ist bestimmt so gedacht. Oh. Okay. Oh nein. Hier hat es wieder noch jemand nicht geschafft. Hat aber noch versucht, den Wein. Nee, hat nicht versucht, den Wein zu trinken, sondern es ist Blut. Das ist ganz schön scheiße. So, wir kamen hierher. Wir müssen das hier aufmachen. Sieht gemütlich aus. Oh nein, sind wir wieder hier. Da war ein bisschen zu breit. Alles nehme ich dir rein. Ja, bin ich jetzt im LP? Introvert! Ja. Bisschen schon, ja. Leute, wo ist die scheiß Taschenlampe? Hallo? Natürlich, natürlich. Wir gehen natürlich auch gleich nach oben. Find your property owners who do not Okay, wer seine Außenfassade oder allgemein seine, wer seinen Besitz, sein Eigentum nicht hier regelmäßig wartet und auch schick hält, ne? Der bekommt eine Geldstrafe, so wie sich das hier, oder der bekommt eine Strafe halt. Genau, weil die Straße draußen, die soll natürlich schick aussehen, ne? The owners will have a period of... Okay, man hat 2 Wochen Zeit, etwas zu reparieren. Wenn es unrepariert bleibt, dann, ja, dann hagelt aber der Geldregen, ne? Aber andersrum, negativ. If repairs are not the main problem. Okay, ansonsten wird die Property denen weggenommen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Oder Geldstrafe, hässliches Haus, genau. The governor want to personally explain this new open policy. In press conference, yeah, I could take it. Depend on the wire. Okay, also, der Gouverneur hat gesagt so, hey, ich sag euch jetzt, warum das so ist, ne? Weil wir haben ja hier, wir brauchen ja unbedingt diesen Weinverkauf, ist ja super wichtig, ne? Und er hat nochmal gesagt, das ist aber nicht wegen der Bunny de Bosque-Familie. Deswegen ist es nicht. Und weil warte mal. Ich sage, also die sind halt sehr darauf angewiesen, dass der Wein von denen gekauft wird. Die wollen jetzt aber auch auf Tourismus gehen, ne? Deswegen muss alles immer schön aussehen da. Therefore, he explained that if you want to. Ja, und damit wir müssen auf jeden Fall, damit die Touristen auch kommen, muss das hier halt schön aussehen, ne? Das kann nicht mehr, das kann nicht mehr so weitergehen. Ihr kleinen Bastarde. Das stand da auch. So. Jetzt an alle residierenden Residenten. Die den Untergrund, die Untergrundabkürzung benutzen wollen zum Main Square. Ja, da ist auf jeden Fall ganz viel. Also, wir haben da Probleme mit der Power. Warum beleidigst du uns? Euch? Wohnst du hier? Auf jeden Fall, the reason of which... Okay, wir haben da so ein paar Probleme mit dem Strom. Und wir kennen noch nicht den... Da sind auch Uhren im Haus. Ja, wir kennen noch nicht den Grund dafür. Diejenigen, die diese Passage halt nicht wirklich gut genug kennen, die sollten das auf jeden Fall nicht nutzen. Weil ohne die Power da im Flur, ja, ist das alles einfach nur total dunkel. Man kann Taschenlampen nehmen. Oh, okay. Ja, und da wollte ich noch übrigens sagen, dass die Residenten, die da oben im Upper Penthouse wohnen, ja, die haben alle ganz komisches Fieber. Scheiße. Ist wahrscheinlich wegen der Sonne, weil die der Sonne so nah sind.
Das hat jetzt aber keine Connections hier irgendwie mit den Winery Fevers, also mit diesen Fieberkämpfen da in der Winery. But for your safety. Aber um natürlich sicher zu sein, solltet ihr eure Häuser so schnell, so wenig wie möglich verlassen. So, Joan Costa, Community President. Gut, das ist die Untergrundpassage. Wir wollen natürlich noch erstmal nach oben. Ich dreh durch, ne, mit der Taschenlampe. Ich bin mir doch auch so sicher, dass wir eine hatten. Oder haben wir die nicht mehr? Haben wir die irgendwie verloren? Die Residenten sind garantiert evil. Die residierenden Residenten. Das ist das, wo wir waren, oder? Ne, das ist das nicht. Okay, boah. Schlüssel, hätte ich jetzt einfach nicht so reingucken sollen. Hallo? Nee, komm. Darf ich das mal bitte... Entschuldigung! Ich kann es nicht lesen. Boah, ich dreh durch. Warum kann ich das nicht lesen? Okay. Aber gut. Ich soll die Untergrundpassage benutzen. Niemand geht da hoch. Ja, wir gehen da jetzt hoch. Ja, anscheinend konnten wir jetzt doch nicht da hoch, ne? Da unten. Achso. Scheiße, keine Taschenlampe. Warte, was? Achso. Ah, oh, hier keine Taschenlampe. Die Lampe haben wir verloren. Die haben es nicht gemacht. Und ich soll es wieder zurück. Wir wissen alle Bescheid. Das war ein Jumpscare. Der war gar nicht so beabsichtigt. Turn off to... Okay, die Lanterne... Die Lanterne. Laterne ist overheated. Wir sollten sie nicht zu sehr herausfordern. Nee. Hier war's, ne? Ja. Okay. So, sie nicht zu sehr herausfordern. Erinnert mich gerade an, Fees RP heute, wo sie gesagt hat, Ihre artgerechten Funkgeräte. Funkgeräte sind eine bedrohte Tierart. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie voll gefeiert. Ich liebe den Charakter. Ich will aber mal meinen. Da wären Beine. Kein Wunder, dass ich da nicht durchkam. Ah, Hilfe. Ich doch ein bisschen Muffensausen gerade. Kann ich nicht wegmachen. Hört ihr das? Okay, ich verstehe schon. Ja. Dieser Jumpscare, auf den man quasi wartet, damit man irgendwie wieder drin ist, ne? Das ist das Schlimmste überhaupt. Boah. Okay, weiter geht's.
Boah, ist das gruselig hier. Ah, hier waren wir aber drin. Oder? Nee, an das Bett erinnere ich mich nicht. Warten kurz. Einatmen, ausatmen, einatmen. Panik! Ja. Ja, hier an den jungen Mann, der, an den jungen Single-Mann. Wir wissen alle, wer es ist. An den heißen amerikanischen Single-Mann, der hier in diesem Apartment wohnt, in dieser Wohnung. Ja, die Community Organization hat, ja, uns erreichten Beschwerden da wegen Lautstärke und sowas alles. An jeder Stunde der Nacht und, ich bin gemeint. Und auch während des Tages. At all hours of the night. Okay. The situation cannot continue. Das kann so nicht weitergehen, denn ihre Nachbarn, die müssen arbeiten, sie faule Sau. Und die sind da in den Weinbergen da und die brauchen wirklich ihre Pausen. Wenn das Schreien und die Geräusche nicht aufhören, also wenn die bis morgen nicht aufhören, dann sehen wir uns gezwungen, einfach mal den ganzen Behörden und so Bescheid zu sagen. Behörden, den Polizei und so. Wir remind you that authorities find any kind of... Wir erinnern Sie daran, dass wenn die Polizei, ich übersetze mal mit Polizei, irgendeine Art illegale Drogen oder so in ihrem Zuhause finden, dann gibt's aber mal richtig, zeigen wir mal den Finger, dann gibt's richtig Ärger. Joan Costa, Community President. Also dieser Joan Costa, der ist auf jeden Fall ganz schön, oh, ist noch ein Stück höher. Gut dabei, ne? Moment mal. Da erinnere ich mich doch an etwas. Aha. So, wenn du diese Nachricht liest, dann bist du wahrscheinlich einer, der hier residiert in den, in den oberen Wohnungen. Und wir alle haben ein Treppenhaus, das uns miteinander verbindet. Da wird der Hintern versohlt, ja. Und wegen dieser schrecklichen Situation in der Stadt, from the community called Devil's Fever, die ja nun leidet an diesem Teufelsfieber, haben wir einfach keine Möglichkeit mehr gesehen. Wir mussten die ganzen Wohnungen oben, die mussten wir halt verriegeln. Und die Leute, die darin wohnen, die mussten leider ja in ihrem Zuhause bleiben. Die haben wir da eingesperrt. Und dieser junge Mann im Raum B, der hätte vielleicht nicht seine ganze Zeit mit bestimmten Leuten verbringen sollen. Weil dann hätten sie jetzt nämlich auch kein Problem. Das tut mir wirklich total leid, weil sie kommen ja halt nicht wieder raus. Die ganzen Nachbarn wünschen den Kranken eine schnelle Genesung. Bitte verstehen Sie, dass wir alle wirklich furchtbare Angst haben. Also wenn Sie Wasser oder Essen brauchen, da können wir Ihnen leider nicht helfen. Was soll man denn machen, ne? Geh auf Toilette, trink Toilettenwasser, mach AA und ess dann AA. Keine Ahnung. Diejenigen von uns, die noch gesund sind, die wünschen Ihnen alles Beste. Ne? Hauen Sie mal rein und erinnern Sie sich einfach daran, dass wir wirklich hier alle in dieser Situation total friedlich reagieren sollten. Wir sollten uns alle sehr friedlich benehmen und wir sollten uns alle sehr gut benehmen. Der John Costa, Community President. Ach so, ja, da habe ich jetzt Verständnis für, wenn ich jetzt verhungere. What the fuck? Okay, war gut, dass wir den Zettel noch gelesen haben, oder? Das stand da! Ich hoffe, ich hab's gut. Ich hoffe echt, ich hab's jetzt richtig übersetzt. Oh, ich muss ein bisschen pipi. Bitte keine Schrecken. Ihr wisst alle, was wir jetzt gerade getan haben, ne? Ihr hört es schon. Ganz ehrlich, Nachbarn sollten eher dankbar sein, dass ihr so gute, laute Musik abspielt. Muss ja jemand Kultur reinbringen. Nein, boah, ich mach das tatsächlich auch nicht. Aber ich mach's auch selber. Jeder hasst das und macht es aber dann irgendwann mal selber. Aber ich mach's super selten. Eigentlich mache ich immer auch die Fenster dann zu. Ja, ich bin schon ganz cool eigentlich, was das angeht.